weiter geht's bei Schwarz. Wir betreten jetzt die Panero-Höhle. Und es ist stockduster, wie in der Grundwassersenke auch. Gut, dass ich Streifi Blitz beigebracht habe. So. So, Licht. Gott sprach, es werde Licht, doch Streifi fand den Schalter nicht. Okay, hier brauchen wir auch Stärke zusätzlich noch. Ich habe auch ein paar Hyperbälle eingekauft, warum werdet ihr später sehen. Denn wir werden hier ein bisschen Pokémon fangen. Hier ist ein Wanderer, okay? Ich wusste gar nicht, dass sie Trainer sind. Also am liebsten mag ich Berge, Berge vom Essen und Pokémon. Und natürlich einen guten Kampf. Fettsack. Fetter Wanderer. Machen wir den schnell platt. Hallöchen, ich heiße Randall und das ist mein Rotomorph. Es ist sauschwach, es hat nur Level 33. Und unser Advent ist kurz vor der Entwicklung. Braucht nur noch ein bis zwei Level. So, würde! Okay, erhöht nur seinen Angriff. Soll mir recht sein. Würde! Würde! Ah, dachte, es killt den jetzt. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, komm, reiß, krass, ritzt dich nur selber. Genau, so mag ich das. So, tschüss. Level 41 für Adventi. Hat jetzt ungefähr das Level wie Zebritz. Strepuli, ich will es aber noch entwickeln, deswegen lasse ich es noch weiter kämpfen. Strepuli! Jetzt können wir nur hoffen, dass keine Gesteinsattacke namens, keine Ahnung kommt. wie hießen die? Steinwurf? Nee. Steinhagel. Ach. Genau. Komm schon! Das war bestimmt ein Volltreffer. Nein, war es nicht. Gott, verdammt. Hier, bitte, das hast du jetzt eingebrockt. Jetzt ist der Chuck Norris auf dem Hals. Aber zuerst will ich es healen, dann, ja, dann... Weil wenn es nicht geheilt wird, dann besteht nämlich eine Chance, dass ich es nicht entwickelt, soweit... Ey, so glaube ich zumindest. Kann aber sein, dass ich mich irre. So, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mich irre, aber egal. So, vielleicht entwickelt sich's, vielleicht auch nicht. Okay, greifen wir mal an. Er hat ja nur seinen Angriff erhöht. Oh, Rateschlag! Hör mal auf mit deiner Protzer-Attacke. Protz dich mal nicht so auf hier. Das ist schließlich, nicht cool. Warum haben wir Heimzahlung verwendet? Ich meine, eins unserer Pokémon ist draufgegangen. Daher zieht Heimzahlung. Du müsst eigentlich mehr abziehen. Hat's aber nicht gemacht. Stärke! Ich erhöhe weiter die Verteidigung und den Angriff. Angreifen! Angreifen! Stärke! Boah, also vom realistischen her hätte Strepuli schon beim ersten Schlag von Chuck Norris schon down sein sollen. So, Stärke! Und tschüss! Naja, für ein Levelabbruch hat es bei Chuck Norris nicht mehr gereicht. Naja, macht nichts. Ah, es entwickelt sich. Sehr schön. Na, der Nekto. So, und ich mache mal kurz Pause, um ein paar Prozesse zu schließen. So, hier bin ich wieder. Und weiter geht's. Jetzt brauchen wir noch einen Dunkelstein, dann können wir es gleich nochmal entwickeln. Zu Elezeba, glaube ich, heißt's, oder? Ne, Elezeba ist dieses Elektro-Pokémon. Ich meine Skelabra, genau. Da können wir es zu Skelabra entwickeln. Und es leckt wieder, obwohl ich jetzt gerade ein paar Anwendungen geschlossen habe. Wahrscheinlich, weil die Höhle so groß ist. So, eine Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Inferno, meine ich natürlich.
So, das müssten One-Hitten, jawohl. Jetzt müssen wir es eigentlich nicht mehr trainieren. Ich glaube, das mache ich auch mal so, dass ich jetzt nicht mehr weiter trainiere. Boah, unsere Pokémon sind echt stark momentan. Wir könnten schon gegen die letzte Arenaleiterin antreten. Oder Arenaleiter. In der schwarzen ist es ein Arenaleiter, in der weißen ist es eine Arenaleiterin. So, was hat denn das niedrigste Level? Saiyajin hat das niedrigste Level und Chuck Norris, Level 38 beide. Aber Chuck Norris ist leichter zu trainieren. Das heißt, ich gebe dir das Glücks einmal dem guten alten Saiyajin. Na, wo ist denn das? Ich muss ganz oben sein, ich benutze mal die Maus. Ja, hier ist es. Es trägt bereits das Münzamulett. Na gut, dann tausche ich es einfach mal so. Okay, Saiyajin ist jetzt an der ersten Position und weiter geht's. Stein! Ein großer Stein da unten, ein Item da hinten. Ein Wanderer. Oh! Ich wandere hier umher, um meinen Traum zu verwirklichen. Scheiße, ich hab versehentlich die A-Taste gedrückt. Bernward. Dann soll ich dir mal Sedimantur hier, bitteschön. So, Sedimantur, mach dich fertig. Glaubst du wirklich? Wir haben mehrere Optionen. Ich teste mal den Fokusstoß aus. Ja, er survived wegen Robustheit, aber macht nichts. Ist nur eine Verzögerung. Lacke. So, jetzt haben wir ihn tot gelackt. Hahaha. Mein Traum, er ist nichts. Was? Egal. Egal. Wenn du einen Traum hast, dann benutze die Traumwelt. Topschutz, na toll, zu unseren 20 Stück. Ich habe auch ein paar Topschutz eingekauft, wo ich, bevor ich die Aufnahme gestaltet habe. Hier ist noch ein Felsen. So, hier ist noch ein Item. Mitnehmen! Ein Hypertrank. Den werden wir verwenden. Okay, mal die Maus weglegen, okay. Hier ist der Ausgang, jetzt haben wir hier einen Weg geschaffen, weil wir den Stein hier verschoben haben. Und hier geht's nach oben. Allerdings will ich das noch genauer erkunden. Wir haben hier bestimmt noch nicht alles genau unter die Lupe genommen. Ist hier vielleicht noch was? Ja, hier ist noch was, oder? Ne, hier waren wir schon. Okay, dann gehen wir einfach mal nach oben, was soll's. Hey! Schutz wirkt nicht mehr, ja gut. Feuerjuwel. Verstärkt die Stärke von Feuerattacken einmal. So, wo ist der Schutz? Ach, was soll's, laufen wir mal ohne Schutz rum. Hier gibt es ja noch ein paar Pokémon, die mir noch nicht begegnet sind. Nee, das sind wir schon begegnet. Tut mir leid, Sedimantur, dich habe ich nicht gemeint. Du musst jetzt deswegen sterben. Ja, so hart bin ich mit dem gegnerischen Pokémon. Einmal eine Surfer oder zweimal eine Attacke, weil es hat ja noch Robustheit, wie ihr sicherlich wisst. Er benutzt Katapult. Eine Gesteinsattacke, aber was soll's? Siedewasser. Ich glaube, ich sollte mal Siedewasser durch eine andere Attacke verlernen, weil wir haben ja Surfer stattdessen, aber Siedewasser kann halt verbrennen. Aber ganz ehrlich, wir werden Siedewasser wohl kaum noch so oft verwenden. Okay, wo sind wir hier jetzt? Jetzt sind wir im ersten Stock. So, hier ist noch ein Felsen. Chuck Norris, beweg mal diesen Felsen hier. Dankeschön. Flecknoll. Nervensäge. Lass mich in Ruhe. Also ich will jetzt nur noch dieses Pokémon auftauchen lassen und dann... dann aktiviere ich den Schutz wieder. Okay, hier ist nichts, aber hier ist bestimmt ein Item. Verstecktes, ja, dachte ich mir. Ein Hypertrank in diesem Stein. Und noch ein Pokémon. Lass es jetzt ein Milzer sein. Und da ist es, ein Milzer. Ein typisches Drachen-Pokémon. Ich glaube, ich fange es einfach mal. Was soll's? Sieht richtig süß aus. Oh, Milzer, süß und so, ja. So. Rennen.
Mist. Naja, Milz hat einen hohen Angriff. Und seine Weiterentwicklung in einen noch höheren. Also ist ein sehr gutes Team-Pokémon. Ich schmeiß mal Hyperball. So. Drück mir die Daumen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und... Gotcha! So, Milzer, Stoßzahn, Größe 60 cm, so groß wie zwei große Lineale. Gewicht 18 kg. Ja, ist ein bisschen leicht, würde ich sagen. Oder? Weiß nicht. Es knackt sich mit seinen Hauern Nüsse. Was? Es knackt sich mit seinen Hauern Nüsse. Achso. Brechen seine Fangzähne ab, wächst an ihrer Stelle ein stärkeres Ersatzpaar. So, wie nett ist denn jetzt? Moment, passt hin. Ja. Ja, nee, das passt nicht so ganz. Mini-Dragon habe ich es genannt. Ist kein einfallsreicher Name, aber besser ein Name als keiner. Ach ja, wir können jetzt den Schubs wieder verwenden, genau. Wir haben jetzt das Pokémon begegnet. Sonst gibt es ja keine anderen, die mir noch nicht begegnet sind. So, deswegen fliehe ich jetzt. Und tschüss. Jetzt erst einmal einen Top-Schutz aktivieren. Zwar ist es hier. Top-Schutz einsetzen. Und weiter geht's. Hier sind noch ein paar Steine, die wir verschicken können. Zack, die bleiben auch für ewig, die Steine. Zack. So, hier geht's wieder zurück. Okay. Hier geht's nach oben, glaube ich, oder? Ja, hier geht's nach oben. Da will ich allerdings noch nicht hin. Ich will das noch erst genau unter die Lupe nehmen. Ist hier ein Item? Nein, hier ist keins. Schade. So, hier muss aber noch was sein. Jawohl. Steinhagel, TM 80. Yippie. Okay, wo geht's denn hier jetzt lang? Also es lohnt sich, wie gesagt, immer die ganzen Höhen zu erkunden, obwohl man die eigentlich nicht erkunden muss, aber man sollte es trotzdem machen, um die ganzen TMs einzusammeln. Die bringen einen echt weiter. Eine Staubwolke! Ein Bodenjuwel verstärkt die Kraft von Bodenattacken einmal. So, okay, hier, dieses Item will ich mir noch mitnehmen. Oh Gott, da müssen wir außen rum latschen. Und der Schutz ist leer. Nein, kein Sternstaub. Nein, auch den Wasserstein wollen wir nicht verwenden. So, Tropfschutz her. Okay. Kann sein, dass jetzt meine Tastatur hört. Ich habe die ziemlich nah an dem Mikrofon dran. Hier ist aber noch ein Item. Nee, schade. Aber hier ist ein Item. Ein Granitstein verstärkt die Attacken von Gesteinsattacken, wenn dieses Pokémon, wenn dieses Item von einem Pokémon getragen wird. So, jetzt müssen wir da hoch. 13 Minuten nehmen wir schon auf. Wow, geht ziemlich flott voran. Und hier ist es hell, komisch. Tief im Inneren der Höhle ist es hell. Wir sind jetzt in der Kammer der Weisung. Sehr merkwürdig. Für dein Alter hast du... Stimme, ich mach mal so eine alte Knackerstimme. Für dein Alter hast du schon allerhand auf den Kasten. Vielleicht kannst du sogar... ja, vielleicht. Was sagst du? Willst du dir anhören, was ein alter Mann wie ich zu sagen hat? Ja. Einst lebten Menschen und Pokémon getrennt voneinander. Doch dann begannen die Menschen einen Krieg und der Wald der Pokémon drohte, ein Opfer der Flammen zu werden. Die Pokémon waren gefangen inmitten all des Feuers und des Rauches. Doch da waren sie auf einmal. Die legendären Pokémon. Kobalium. Terrakium. Virdium. Terrakium schlug mit seiner unglaublichen Kraft einen Fluchtweg in den Fels.
Spidinium bewachte mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit die Pokémon verloren im Funkenflug. Und Kobalium wies den ängstlichen Pokémon den Weg aus dem brennenden Wald. Kobalium, Terrakium und Viridium verjagten all die riesigen Kriegstreiber mit ihrer überlegenen Kraft. Die Menschen hatten Angst, doch vor den drei mächtigen Pokémon, und legten die Waffen nieder. Solange die Menschen ihr kriegerisches Wesen nicht ablegen, gibt es auch für die Pokémon keinen Frieden. Den dreien war klar, dass die Untaten der Menschen viel Leben kosten würden. Sie mieden den Kontakt zu den Menschen und waren fortan nicht mehr gesehen. So wurden sie zum Stoff der von Legenden. Ich habe Jahrzehnte damit zugebracht, nach ihnen zu suchen, bis ich eines Tages endlich ihren Aufenthaltsort ausfindig machen konnte. Diese Höhle. Doch diese drei legendären Pokémon hegten großes Misstrauen gegenüber Menschen. Nähert sich ihnen ein Mensch, fletschen sie die Zähne und greifen an. Dass sie nur diese Welt von damals kennen, ist bedauerlich. Denn heutzutage helfen und verstehen Pokémon und Menschen einander. Doch davon wissen die drei nichts. Du hättest wohl das Zeug dazu, ihnen aufzuzeigen, dass Pokémon und Menschen einander vertrauen und miteinander leben können. Wenn sie die Menschen dann mit einem neuen Licht sehen, werden sie auch sich für ein Zusammenleben mit ihnen entscheiden. Okay, jetzt habe ich meine Stimme ziemlich kaputt gemacht mit diesem. Okay, hier ist noch ein Felsen zum Zertreten. Und da oben am linken Bildschirmrand sehen wir das legendäre Pokémon Kobalium. Das werden wir auch fangen. Aber da muss ich selbst entsetzen, weil ich will es nicht. Ich will es ungern besiegen jetzt. Es ist ein Sonderbonbon. Okay. Hier ist noch ein Item, das will ich mir auch noch schnell holen. Boah, mein Hals ist jetzt total. Naja, der Part wird zum Glück nicht so allzu lange. Wir fangen jetzt nur nach Kobalium und dann beende ich schon den Part. Und Finsterstein, jetzt können wir unser Latenecto gleich entwickeln. Tun wir das auch. Obwohl, jetzt noch ein paar Attacken. Ich glaube, ich muss dann mal. Ich glaube, ich schaue mal schnell und mache mal Pause schnell und dann schaue ich nach. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und hier bin ich wieder. Wir können es entwickeln. Allerdings lernst du dann keine neuen Attacken mehr. Aber die Attacken, die können wir auch mit TM verwenden. Also die Attacken, die es lernst, sind so Spukball, Memento Mori, aber die ist kacke. Hitzekoller, die könnte man auch als TM verwenden. Also die werden wir auch als TM finden. Also wir können es ruhig entwickeln. Jetzt muss ich noch den Stein finden. Wo ist denn der? Stein. Wo ist der? Finsterstein heißt der, ne? Finsterstein. Wo ist der Finsterstein? Achso, der müsste ganz oben sein. Ja, da ist er. Dieser besondere, düstere Stein hilft manchen Pokémon bei ihrer Evolution. So, Charles Darwin, friss das. Nanu, Adventi entwickelt sich. Begrüßt unser Skelabra. Sieht aus wie ein Kronleuchter, ist es wahrscheinlich auch. Okay. Jetzt haben wir ein gutes Pokémon. Es hat einen hohen Spezialangriff, den kann ich euch ja mal schnell zeigen. Es hat einen Spezialangriff von 132 und das mit Level 41. Nicht schlecht, würde ich sagen. So, okay. Dann schauen wir mal nach, ob wir jetzt Kobalium capturen können. Schutz wirkt nicht mehr. Sehr informativ, danke. Wo ist der jetzt? Der Topschutz. Ich brauche den Topschutz. Jetzt, wo ist er denn? Hier müsste er gleich kommen. Da, der ist er. So, wir haben noch 24. Das reicht locker noch für die Höhle, die wir im nächsten Part begehen werden. Und hier ist ein Beleber. So, okay. Was sollen wir im nächsten Part Ding machen?
Ja, können wir im nächsten Part fangen wir noch ein weiteres legendäres Pokémon. So, jetzt muss. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles soweit. Ah, hier ist noch ein Felsen. Wo geht's denn hier lang? Ach so, hier geht's wieder zum Eingang. Das heißt nur eine Abkürzung. Nun gut. Hier ist bestimmt ein Item in diesem Felsen. Der ist bestimmt nicht umsonst gesetzt worden. Dann ist hier vor eins. Nein, doch nicht. Sehr komisch. Hallöchen, Kobalium. Na, wie geht's denn so? Ich bin fast so groß wie du. So, jetzt mal ein Safe State. Ich nehme mal den 7. Mai. Der 10. ist den, wo ich heute gemacht habe, oder? Ja, machen wir mal den 7. März. Sorry, nicht Mai. 7. März, zack. Und dann versuchen wir unser Glück. Na komm her, Kobalion. Fangen wir dich einfach mal an. Ein. Level 42. Das Level ist in Ordnung für unser Niveau. Okay. Ist vom Typ her Stahl und Kampf. Das heißt, eine Stahlattacke würde es, glaube ich. Eine Kampfattacke würde es, glaube ich, kennen. Ich probiere es mal mit Fokusstoß. Und hoffe, dass es die Attacke survive wird. Aber ich glaube eher nicht. Mal schauen. Und. Oh. Hat locker überlebt. Okay. Eisenschädel. Soll ich einen Ball schmeißen? Ich schmeiß mal einen Ball. Kann ja nicht schaden. Timer Ball. Heben wir uns auf. Bis später. So, Hyperball. Sandschuhklinge, die Spezialattacke von Kobalium, Virdinium und Terrakium. Nun gut, wir müssen switchen zu, ich nehme mal Adventi. Adventi ist immun gegen Kampfattacken. Und Sandschuhklinge ist eine Kampfattacke. Und gegen Stahl, gegen Gesteinsattacken, also Stahlattacken meine ich, weil sie noch Stahlattacken drauf hat, kann Adventi da auch gut punkten. So, jetzt brennt Kobalium zwar, jetzt muss ich es riskieren. So, hoffentlich funktioniert der Hyperball jetzt. Wenn nicht, dann stirbt Kobalium und wir müssen resetten. Es ist unbeeindruckt. Ja. Oh, es hat überlebt. Okay. Nun gut, Hyperball. Alles oder nichts. Alles oder reset. Okay, reset. Load State. Zack. So, den Safe State setze ich hier einfach mal neu, damit wir uns das sparen können. Das ständige Intro. Zack. Kobalium erscheint. Okay, wieder dasselbe Taktik wie vorhin. Fokusstoß. Wir wissen ja jetzt, dass es die Attacke überleben wird. Alright. Sandschuhklinge! Boah, One-Hit-Kill. Ja, okay, es war ja geschwächt, also können wir es nicht als One-Hit-Kill bezeichnen. So Streifi. Vielleicht können wir es ja irgendwie paralysieren. Ich weiß nicht, ja. Wenn jetzt mal Blitz, um die Attacken alle daneben gehen zu lassen, die Kobalium einsetzen wird. Blitz. So blenden wir es mal ein bisschen. Nochmal, das mache ich jetzt noch dreimal, dann ist es aufs Maximum gesenkt. Dann könnte man vielleicht noch Doppelteam einsetzen, wenn wir so eine Attacke hätten. Haben wir ein Pokémon, das Doppelteam oder eine Fluchtwerterhöhung kann? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ja nicht, ne? Dann würde das Pokémon überhaupt nicht treffen. Also das Kobalium. So, einmal können wir noch Blitz einsetzen. Mich wundert, dass Blitz immer trifft, weil Blitz ist eigentlich ziemlich ungenau, würde ich sagen. Ja gut, ich schmeiße jetzt mal wieder einen Hyperball. So. Unbeeindruckt, okay. Also die Pokémon sind hier in der schwarzen und weißen Edition viel leichter zu fangen als in den anderen
Editionen wie Soul Silver oder Halsgold, da sind sie sehr schwierig zu fangen, die Legi. Da habe ich für Hoho immer mindestens 3 bis 10 Versuche gebraucht. Und bei Groudon und Kyogre, das ist ja schon immer schwer gewesen. Jetzt aber. Ach, was sind das? Kein Verlass auf die Hyperbälle. Ich wurde betrogen vom Verkäufer. Das sind wahrscheinlich nur Pokebälle. Mit angemalten Hyperball-Logo-Dings da. Ja. Ja und? Yes! Kubalion wurde gefangen! Ihr seht, die Pokémon sind echt leichter zu fangen. Kobalium, Eisenkern, Stahl, Kampf. Größe 2,10 Meter. So groß wie ein Wrestling-Kämpfer, würde ich sagen. Gewicht 250 Kilogramm, krass. So schwer wie ein Automotor kann, glaube ich mal. Ich weiß gar nicht, wie schwer ein Automotor ist. Ein legendäres Pokémon, das sich zum Schutz der Pokémon mit den Menschen anlegte. Eine kühle, gelassene Natur. Ja, das hat uns auch der alte Mann gesagt. Ich gebe es keinen Spitznamen, weil Kobalion ist ja schon ein Legi. Ich glaube, wir können sogar jetzt noch eins fangen. Ja, in diesem Part werde ich noch ein Legi fangen, dann fangen wir im nächsten Part doch keins. Das Kobalion hat durch dich erfahren, dass die Welt jetzt ein Ort ist, an dem sich Menschen und Pokémon helfen. Das Kobalion wünscht sich bestimmt bei dir bleiben zu können. Dass Kobalion gegen dich angekämpft hat und eure Herzen damit verbunden waren, wird seinen beiden Gefährten Terrakium und Viridium wohl nicht entsagt sein. Sie wollen jetzt bestimmt auch in dein Herz sehen. Oh Gott. Okay, dann fangen wir jetzt. Terrakium und Viridium, einst unerreichbar für die Menschen, sollten jetzt auffindbar sein. Ob du sie allerdings finden willst, das ist ganz allein deine Sache. Gewiss ist jedoch, dass sie dich erwarten. Okay, haben wir ein Fluchtseil? Bestimmt haben wir ein Fluchtseil, weil ich will jetzt hier ungern wieder rauslatschen. Fluchtseil! Fluchtseil! Haben wir ein Fluchtseil? Ich will mit dem Fluchtseil, bitte. Ein Fluchtseil? Wir haben kein Fluchtseil. Kein Problem, wir haben immer noch Schaufler, die können wir ja Solamag beibringen. Schaufler, Schaufler, Schaufler. Erstmal muss ich schauen, ob wir Siedewasser dabei haben. Da können wir Siedewasser vergessen. Also da kann man Siedewasser vergessen, ihn dann Schaufler beibringen und dann Siedewasser eben nochmal erlernen lassen. So spart man sich eigentlich immer die ganzen Fluchzeile. So. Hä, wo ist Siedewasser? Wir haben doch eine TM Siedewasser bekommen, oder? Irre ich mich da. Gegenstoß, Blitz, Käfertrutz, Steinhagel. Haben wir echt kein... übersehe ich das jetzt? Oder haben wir echt kein Siedewasser? Egal, dann bringe ich einfach Streifi den Schaufler bei und vergesse dann einfach Blitz. Oh. Na gut, dann vergesse ich einfach Fokusstoß von Saijin, was soll's. Wir können es ja wieder erlernen lassen durch eine TM, das ist das Positive hier an dieser Edition. So, Pokémon. Und Schaufler. Servus! Ah, frische Luft, okay. Und jetzt bringen wir Saiyajin wieder Fokusstoß bei. Hier ist Fokusstoß, genau. Und vergesst einfach Schaufler wieder. So, okay. So spart man sich Fluchtseile. Jetzt fliegen wir nach Septerna City. Heilen unsere Pokémon und gehen in den ewigen Wald. Oder ist der ewige Wald? Egal. Ihr wisst schon, welchen Wald ich meine. Aber erst. Nein, meine Pokémon bitte sind geschwächt. Okay. Ich lege sie dann mal auf diese Maschine hier. Okay. Hier sind deine Pokémon wieder. Ne? Und wir uns bald wieder. Ne? Wir quatschen ja gerne. So gerne.
Ne, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Oh Gott. Ich kann den Part jetzt beenden, aber ich will noch ein legendäres Pokémon fangen. Was soll's? Wir haben ja Zeit, damit es halt wieder ein 40-Minuten-Part. Egal, dann können wir im nächsten Part gleich weitergehen in die nächste Stadt. Dann haben wir alles erledigt, was wir servermäßig erledigen können. So, ich verwende mal mein Fahrrad. Schutz wirkt nicht mehr, danke. So, es ist Abend, deswegen ist hier alles so orange. Lass mich durch. Okay, danke. Na, hier wollen wir nicht hin. Doch, wollen wir eigentlich schon, aber ich will jetzt das Fahrrad ablegen. Ich wollte gerade einen Topschutz einsetzen. Elfun und Folikon. Ne, Quatsch, Elfun ist ja dieses Ding da. Wombol und Folikon. Okay. Ja, lass uns kämpfen einfach mal. Wir müssen ja jetzt ständig kämpfen. Unsere Pokémon sind eh schon mehr als overleveled. So. Na, jetzt brauchen wir wieder einen Schutz. Na, das sind die Medizinsachen. Items sind hier. So, also ich fand das Inventar in der Soul Silver Edition am besten gelöst. Da war alles viel detaillierter geordnet. Zum Beispiel Pokebälle oder haben eine eigene Pokeballtasche oder eine eigene Bärentasche und so. Und hier sind die Items wieder ein bisschen durcheinander gewirbelt worden. So, ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus, dieser Weg. Dieser Weg wird pflanzig und schwer. Okay, hier geht's rein, irgendwo. Aber wo jetzt hier denn lang? Merkwürdig. Oh, hier geht's wieder. Okay, hier geht's noch im Kreis. Betreten wir es einfach mal. Bam, bam. Oh, was haben wir denn hier? Feld der Besinnung. Und ich mache wieder ein Safe State. Ich nehme wieder den 12er Spielstand. Und Hallöchen, Virgium. Kerkrieg! Virgium! Gut, das Pokémon ist vom Typ her Pflanze und Kampf. Wir sollten mal eine Wasserattacke verwenden. Seilchen ist zwar schwach gegen Pflanzenattacken von Virgium, aber was soll's? Das ist ein Witz, was ich da gerade abgezogen habe. Oh. Fail! Also gut, ich muss einen Gang hochschalten. Ich nehme Chuck Norris. Auch wenn wir schon 100 Gänge hochgeschalten sind, aber egal. So, Heimzahlung. Ganz schön gierig mit seinem Gigasauger hier. Saugt er einfach unsere KP aus. Boah, zieht es viel ab. Unglaublich. Hier Rache für den Teamkollegen, der gerade ins Gras gebissen hat. So, jetzt schmeiße ich mal einen Ball. Vielleicht klappt's ja, aber ich glaube eher nicht. Einmal? Ja, nur einmal. Er hat sich den Ball nur kurz angeschaut, nur einen kurzen Blick drauf geworfen. So, ich traue mich jetzt nicht mit einer Kampfattacke anzugreifen, weil ich glaube, eine Kampfattacke wird nicht überleben. So, schau den Ball mal ganz genau an. Ich sagte, du sollst den Ball ganz genau anschauen. Der ist schön eingerichtet. Wie gesagt, ein Haus mit Swimmingpool ist da drin. Extra für dich, Virgium. Viridium. Viridium, oh Gott. Den Namen kann ich mir jetzt. Den kann man nicht so gut aussprechen. Ich habe immer Viridium gelesen. Aber er ist Viridium. So, Blitz wieder. Selbe Taktik wie vorhin bei Cobalium. Und nochmal Blitz. Und alles wird orange. Finde ich echt gut, dass es hier zur Landschaft ein bisschen passt. In der Höhle war es, glaube ich, weiß, der Blitz. Und hier ist es orange. Sehr gut gemacht von den Machern. So, nochmal Blitz.
Und er ist wieder gierig und hielt sich. Jetzt können wir es vielleicht angreifen. Oh Gott, halt. Kriegt er jetzt viele KP. Na, ist ja auch Gigasauer, das ist die stärkste Saugattacke. Donnerblitz. Paralyse, bitte, Paralyse. Oh. Boah. Alter. Du wirst mir langsam gefährlich, Viridium. So, Nitri-Ladung. Jetzt greife ich mal mit einer Feuerattacke an. Ich bin schon zuversichtlich, dass es die Attacke überleben wird. Es ist ja schließlich ein legendäres Pokémon. Mit denen ist alles zu Einzahlung und Tschüss. Greif ist tot. Pflanze gegen Pflanze. Laubklinge. Zack, zack, zack. Kein Volltreffer, bitte. Danke. Und wieder Hyperbälle schmeißen. Falls der Kampf noch sehr lange wird, dann können wir einen Primalball verwenden. Einmal, zweimal, dreimal und... Oh, ich dachte schon, der ist drin. Okay. Er heilt sich wieder. Ist jetzt nicht mehr im roten Bereich. Flamethrower wird bestimmt überleben. Ich meine, Zappy Queens Spezialangriff ist nicht besonders hoch. Und die Attacke allgemein ist auch nicht so besonders stark. Ja, es ist wieder im roten Bereich. Könnte man auch zweimal einsetzen, aber ich will es nicht nochmal einsetzen. Keine Ahnung warum. Jetzt schmeiße ich einfach mal einen Timerball. Das war wieder ein Kindergarten für den. Okay, dann schmeiße ich wieder Hyperbälle. Anscheinend sind sie noch nicht so besonders effektiv. Die werden ja alle 10 Runden stärker. Was ist denn los? Gefällt dir der Ball nicht? Den haben die Pokéball-Hersteller ganz schön für dich eingerichtet und du zerstörst ihn einfach. Also, das finde ich echt nicht konkret von dir. Viridion. Rechte Hans, na toll. Jetzt aber. Bleib drin. Einmal. Zweimal. Dreimal und... Seufz. Hyperball. Hier, bitte. Bitte schön, ein Hyperball für dich. Nimmst du mein Geschenk an? Das gibt's doch nicht. Bleib doch endlich mal drin. Ansonsten werde ich wieder sauer. So richtig. Sauer. Mal eine schöne Hyperbälle. Die haben Geld gekostet, ist dir das klar? Die waren sauer teuer, 1200 pro Ball. Alter, das zahlst du mir alles bei wieder, Geld ist dir schon klar. Das zahle ich dir heim, wortwörtlich. Hyperball. Und wieder 1200 Kohle aus dem Fenster rausgeschmissen. So, das war der letzte Gigasauger von dem. Ich glaube, ich sollte Zappyqueen mal heilen, weil Zappyqueen ist eine gute Option gegen dieses legendäre Pokémon Hypertrank. Und KP von Zappyqueen sind wieder aufgefrischt. Was? Okay, dann habt ihr doch noch einen Gigasauger übrig. Oder Gigasauger hat vielleicht 10 AP. Man weiß ja nie, was alles passiert. So, wir haben noch 37 Hyperbälle. Und? Gott verdammte Drecks, Mist, Scheiß! Okay. Ich reg mich jetzt nicht auf. Ruhig bleiben, sonst haut dieses Video sonst nur ab. Na also, geht doch. Viridium wohl gefangen. Viridium. Wiese, Pflanze, Kampf. Größe 2 Meter. So groß wie mein alter. Wie mein früherer Mathelehrer. Oder mein Sportlehrer. Keine Ahnung.
Gewicht 200 Kilogramm. Boah. Also wiegt 1 Meter 100 Kilogramm. Es kämpft einst gegen die Menschen, um seine Feinde zu beschützen. Nun erzählt man sich Legenden von ihm. Ich gebe Viridium keinen Spitznamen, weil wir legendäre keine Spitznamen geben. So, dann fliege ich mal nach. Wie heißt die Stadt? Mir fällt's ein. Ich will nicht nachschauen. Wie heißt diese Stadt hier? Septerna City? Ne, Septerna City ist ja da unten, ne? Panero City kann das sein? Ja! Ich bin so gut im Städtenamen raten. Nun gut, dann heile ich schnell meine Pokémon. Dann gehen wir noch zum Eingang der Höhle. Und im nächsten Part betreten wir sie. Ich werde dann auch auf Winter umschalten, weil die Höhle spannender zum Erkunden ist, wenn Winter ist. Und zwar werde ich einfach das Datum umstellen und dann haben wir Winter im Spiel. So, verlassen das Pokémon Center. So, Fahrrad, wo ist mein Fahrrad hier? Wir verwenden das Fahrrad in letzter Zeit auch häufiger, fällt mir auf. So, wahrscheinlich weil jetzt auch weiß, wo Select ist. Und Schutz wirklich mehr. Danke für die Info. So, strecken wir mal ab, damit wir über den Balken rüberlaufen können, weil mit Fahrrad geht es leider nicht. Und rennen wir mal rüber. Und nochmal, run for your life. Schneller, 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 schneller. Zombies sind hinter uns her. Lass mich durch, du scheiß Clown. So, geh mir nicht auf die Nerven. Boah. Hey, wir sind bis jetzt noch nicht runtergefallen. Sehr schön. So, jetzt sind wir am Wendelberg. Dort hat uns der Champion die TM Surfer gegeben. Das Geschenk der Götter. Und im nächsten Part betreten wir die Höhle. Bis dann, Servus.